und damit herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde. Heute mal wieder ohne Aufnahme. Das liegt also ohne Twitch-Chat. Ich muss sagen, ich will den Twitch-Chat eigentlich... Jetzt wollte ich gerade die Möhre essen, weil ich gerade Don't Starve aufgenommen habe. Und dann isst man ja Möhren. Ich wollte eigentlich... wie heißt's? Mir gepflegt ins Gesicht kacken. Nein. Ja, der MC Dragon ist heute die Aufnahme. Was wollte ich denn sagen? Eigentlich wollte ich den Twitch-Chat anmachen. So, jetzt habe ich's. Aber ich wurde auf Twitch gebannt, gemutet, in den... Du weißt schon. Und das liegt an folgendem Grunde, dass ich aus Versehen in meinen Streams, was mir in dem Moment unklar war, ich hätte mir vielleicht einfach mal die scheiß AGBs durchlesen sollen, aber das wäre jetzt einfach. Auf jeden Fall war ich zu blöd zu merken, dass wenn ich YouTube-Content in Twitch reinpacke, also wenn ich auf YouTube-Videos klicke, weil ich einfach nur das Lied umschalten will, dass ich dafür gesperrt werden kann. Und ich wurde dafür gesperrt. Das war jetzt sicher unnormal, also... So. Und einige werden sich jetzt fragen, hä? Warum tut der Typ jetzt die Mauer wieder zu bauen? Das hat einen ganz einfachen und simplen Grund. Und zwar habe ich was rausgefunden, was wunderschön und super toll ist. Ich habe einfach mal aus Spaß einen River in meine Obsidian. Ich kann das mal... Nee, das habe ich jetzt nicht. Ich habe mir da unten eine Obsidianhülle mal gebaut, habe den River gespawnt, so wie ich es mir dachte. Alles ist Obsidian. Und dann wurde mir klar, hey, toll! River können Obsidianhüllen kaputt machen. Juhu! Und ja, deswegen habe ich es... also River können Obsidian sprengen. Das heißt, es macht absolut keinen Sinn, den River hier in meiner Gegend spawnen zu lassen. Den muss ich also weiter weg spawnen lassen. Natürlich wollen wir trotzdem den River spawnen. Ich habe übrigens jetzt gerade meinen River-Kopf da drin eingebaut. Den muss ich mir da nochmal rausholen. Scheiße. Wir brauchen jetzt erstmal seltsame Tränke. Wie viel habe ich denn? Ich habe 2 Kugeln. Das heißt, ich kann mir 6 Tränke der Feueratmung machen. Das ist ein sehr gutes... ich habe nur... Trank der Unterwasseratmung habe ich. Na gut, das heißt, wir können uns jetzt 3 Tränke der Feuerresistenz craften. Das ist auch nicht schlecht. Was ist das denn hier? Das ist Trank der Stärke. Ja, gut, den brauche ich nicht unbedingt. So. Ja, eine bräuchte ich schon. Eine Magma-Creme. Und Redstone hat, glaube ich, verlängert, gell? Dann... Was habe ich momentan an? Ich habe momentan meine Eisenpanzerung an. Die werde ich wahrscheinlich auch ablegen. Und dann werden wir jetzt auf jeden Fall in den Nether gehen. Werden da die Festung mal ein bisschen ausbauen. Wir werden also Zeug mitnehmen, um die Festung da mal ein bisschen... freundlicher für uns zu gestalten, auf Deutsch. So, Trank des Feuerschutzes nehmen wir mit. Dann packe ich hier jetzt mal rein die Lohnrute, dann die Gasträne. Ich packe hier rein das Eisen. Wir nehmen mit ein bisschen Kohle und wir nehmen mit eine Menge Stein. Nicht die Apfelstein. Wir nehmen mit eine Menge Stein. Klack, 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 klack. Steintreppen, Bruchsteine, alles mitnehmen. Und Diamantpanzer lasse ich hier, genauso wie ich das Nether-Quarz hier lasse, das ist mir ein bisschen zu quertvoll, um das mitzunehmen jetzt. Knochen lassen wir hier, Goldnugget lassen wir hier, Kohlestein, Redstone kann alles mit, Redstone-Fackeln kann ich erstmal hier lassen, packe ich mal da unten rein, das kann hier bleiben. So. Falls wir in die Lava fallen sollten, nobody cares, wir werden einfach den Feuertrank schlucken und in der Lava überleben. Nahrung haben wir auch genug mit, das heißt, wir werden auch nicht verhungern diesmal. Wir können also wirklich sehr lange jetzt bleiben. Aber ich habe vor, gleichzeitig
den Weg dahin auszubauen. Mit Never, mit Stein. Wir werden also hier ein bisschen beschäftigt sein. Holz hätte ich mir vielleicht mitnehmen sollen, fällt mir gerade so auf. Aber ich bin ja noch in der Nähe, das ist ja kein Problem. Ich frage mich gerade nur, ob ich mich durch den Berg durchgraben soll. Aber ich glaube, es ist eine bessere Idee, wenn ich mich durchgrabe. Oh, wir müssen mal ganz kurz gucken, ob denn der Player nicht so laut eingestellt ist. Nö, ist er nicht, okay. Dann ist meine Musik ja immer nur zu laut. Ja, wir haben kein Holz, also gehe ich nochmal. Ah ne, wir haben eine Workbench hier. Und ich habe sogar. Leute, ich habe ein Gemälde mit. Warum habe ich ein Gemälde mit? Das hängen wir mal dahin. ja, wir müssen nämlich jetzt einfach mal hier so Houseslabs bauen, weil wenn ich jetzt den normalen Stein nehme, dann verballern wir ja Stein ohne Ende. Das will ja keiner. Weder ich noch der Flo wollen das. Stimmt's, Flo? Ja. Jetzt kam so kurz zu, der spielt kein Ranked. Ich habe übrigens gehört, das ist nicht unbedingt die beste Idee, wenn man sich ein Feuer reinstellt. Das soll schädlich für den Körper und vor allem für die Haut wirken. Ist aber nur ein Gerücht, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Also privat mache ich das ja öfters. Deswegen weiß ich nicht. Ob das schädlich sein soll? Naja. So. So. Und dann... Ich mache jetzt einfach mal... keine richtige Wand hin, sondern setze einfach nur einen Block hier. Jeweils. So dass wir hier nicht von irgendwas aus der Wand gekloppt werden können. Richtige Wände entstehen dann später erst. Das kann man alles zu späterer Zeit machen. Wir wollen ja erstmal uns einfach nur zu der Mine durchgraben. Und ich sehe gerade gar nicht, wie weit das entfernt ist, aber ein bisschen ist es wohl. Wenn jemand das umstellen kann, einstellen kann irgendwie. Der Steve wollte noch, dass wir die automatische Glock bauen. Müssen wir auch noch machen. Ich werde auf jeden Fall auf jeden Fall auf Diamanten zurückgehen. Wir haben keine Diamanten mehr dann. Wenn wir die Axt verballert haben hier und das wird sehr schnell gehen im Level. Ja, und dann werden wir darauf hinarbeiten, dass wir zu Folge 800 den River Boss, also den Endboss, beschwören können. Und der soll ja noch wesentlich stärker sein als der Enddragon, den wir damals auf Folge 500 Blatt gemacht haben. Und mit dem können wir uns dann irgendwelche Neverstar holen. Ja, was ist dein Problem? Mit dem können wir uns dann endlich den Neverstar holen und können endlich anfangen, unsere Skills zu upgraden. Muss man vorstellen, wir haben 800 Folgen gebraucht, also wir haben ja noch nicht. Ich bin mir echt nicht mal sicher, also ich habe das Vieh ja im Creative Mode mal platt gemacht. Ey, ich habe so ewig gebraucht, um den Satz zu kriegen, ne? Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich den überhaupt kriege. Da muss ich mit Tränke alles mitnehmen. Der Ender Dragon war ja dann noch ein bisschen leichter als gedacht, dann habe ich einfach aus der Ferne angegriffen. Aber das Vieh, das, also... Vor allem, wenn der sogar Obsidianblatt kriegt, da weiß ich nicht mal, wo ich den spawnen soll. Weil der haut uns ja alles kaputt, der geht ja auf alles los, was sich bewegt. Wer gestern den Stream geschaut hatte, vor der Aufnahme, wo ich was getestet hatte, der wird auch gesehen haben, dass ich da zum Beispiel einen beschworen habe, einen Never Dragon. Einen River. Und der hat uns ja einfach mal die gesamte Welt zerpflückt. Da hatte ich eine Kopie gemacht und hab den mal beschworen, um zu testen, was der für Schaden ausrichtet. Ja, hat uns einfach mal die gesamte Welt zerpflückt. So. Ich würde die Damen am liebsten umkloppen, aber... Ich habe das Gefühl, dass dann 200 von den Damen kommen und mich gerne umkloppen wollten. Mir ein freundliches Hallo, du Arschloch, sagen wollten. So. Ja.
Gehst du mal bitte da raus? Dankeschön. Ist ja schlimm hier. Und wir werden noch was machen. Ich werde nachher mal ganz kurz den Creative Mode anschmeißen, nur um einen einzigen Block zu zerstören. Und dann werde ich euch mal zeigen, worauf ich sehr stolz bin, dass ich es rausgefunden habe. Und was wir auf jeden Fall im Let's Play auch nutzen werden, muss ich gestehen. Und allein aus diesem Grund werden wir wahrscheinlich 200 Folgen in der Gegend jetzt hier bleiben. Weil wir momentan so viel Neues entdecken. Riverboss besiegen. Wir müssen übrigens dementsprechend natürlich mehrere Riverbosse besiegen, ne? Also es reicht nicht, wenn wir drei Skelettköpfe farmen. Wir müssen mehr farmen, weil was sollen wir mit einer einzigsten Pyramide anfangen, wenn wir mit zwei Gegenden haben und jede der Gegenden so groß ist, dass wir 10 Pyramiden checken können. Also ein Riverboss besiegen wird da nicht drin sein. Da müssen wir schon ein paar mehr blablabla machen. Und ich bin gerade echt am Überlegen oder am Zweifeln, ob die Spitzhacke überhaupt reicht, um den Gang hier auszuheben. Ich glaube 1600 Blöcke kriegt so eine Diamantspitzhacke kaputt. So. Lala. Ja. Und was gibt's sonst noch so Neues? Ja. Wie gesagt, momentan ist immer noch offen, ob wir denn nach dem Don't Starve, ob wir das Don't Starve Let's Play jetzt langsam beenden und dazu übergehen, das Assassin's Creed 4 Let's Play nochmal zu re-spielen, zu rekonstruieren und danach eventuell auf Assassin's Creed 5 überzugehen. Und in 3 Wochen ist es dann auch soweit, dass ich endlich umziehe. Das ändert sich sowieso noch alles. Also was da noch auf mich zukommt, weiß ich gar nicht. Beim Internettechnisch bin ich da vollkommen überfragt, was ich da habe, bekomme, wie es weitergeht. Ich weiß nicht mal, wie das aussieht, ob ich da überhaupt meinen PC anschließen kann und alles. Ob ich da Möglichkeit habe, so aufzunehmen, wie ich es bis jetzt mache. Weil ich meine, wenn du eine neue Arbeit findest, dann ist sich deine erste Frage an deinen Arbeitgeber, kann ich Let's Plays machen? Klingt komisch, ist aber so. Bei mir war es die erste Frage. Sowieso, weil du auch Let's Plays machst. Ja. Kennst du nicht meinen Kanal? Ganz in null View, null Follower. Deine Kanal? Meinen Kanal. Der MC Shitten oder was? Ja. Make How shit? To play League of Legends. How to play Ari AD Carry und lauter solche OP Champions. Kalista Support. Kalista Support. Tarik Jungle. Das ist bei mir. Braum AD Carry. Hab ich halt vor allem mit Braum mit Tarik beschäftigt. Dieser Champion, der hat mich so überzeugt, ja, das ist die Mechanik, die man dafür braucht. Für die Q. Man muss halt ja sagen, es gibt nur wenige, die den Skillshot. Ja, ich wollte gerade sagen, es gibt nur wenige, die den Q Skillshot treffen mit Tarik. Und das ist so anstrengend, diesen Skillshot, die Q zu setzen, dass den anderen Spielern meistens so vorkommt, als wenn dieser Stempel nur diese einen hätte. Was sich dann daran äußert, dass Tarik, why you go in der Tower and press Q on them. Ach ja, Tarik. Wir lieben ihn. Zusammen mit Timo und Urgot und Galio. Ich muss aber sagen, dass ich in letzter Zeit extrem viele Galios gesehen habe. Der hat bestimmt einen AP mehr bekommen. Jetzt so ein Bonus. So, Galio erhält ein AP mehr und jetzt ist er OP. Aber hey, Galio ist wirklich, also der ist mega OP eigentlich, wenn man ihn feedet. Oder, also nicht mal wenn man feedet, aber er hat halt dieses Monsterschild. Und dann diesen mega Burst-Schaden mit dem übelsten Wave-Clear, das ist halt, ja, das ist nicht schlecht. Aber gibt halt besseres. Was? Ne? Nein. Also in der Solo-Queue ist es wohl ein richtiger Rammler. Ist halt blöd, weil sein Ulti ist halt ziemlich klein, sag ich mal so. Da triffst du meistens nicht alle. Irgendwie sind nicht in der Range drin.
Ja, während der seine Ulti macht, ist auch vollkommen sinnlos, ne? Also da kann er von allen anderen, die nicht in der Ulti standen, tot gemacht werden. Richtig. Und die kannst du... Dann eine Teamfight-Ulti. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, die kannst du auch nicht canceln, oder? Nee. Ja. Also weiß ich nicht. Wahrscheinlich durch ein Silence, aber... Bin nicht sicher. Ich meine, Galio an sich kann sie nicht selbst canceln. Nee. Und dann ist ganz schnell mal How to dive with Galio. Ganz genau. Lass uns ein Ranked-Team erstellen und nur noch Galio, Urgott und solche OP-Champs spielen. Ich bin freiwillig, Timo. Aber doch schon klar. Einer muss feeden und rollen. Ich wollte das, was ich am besten kann. Ey, wie lange dauert das denn noch bis zu der Festung? Okay, gut, ich sehe gerade, wir nähern uns. Dass ich das jetzt nicht alles so ausgehoben habe, das hätte, glaube ich, ewig gedauert. Da müssen wir nach und nach uns hier wieder... Diese Gänge graben ist eigentlich ganz lustig, aber du brauchst halt echt was zum Labern währenddessen. Oh, was habe ich denn jetzt hier für ein Problem? Alles klar, okay. Das ist milde gesagt leicht uncool. Okay, wie machen wir das jetzt? Rein theoretisch müsste ich mich jetzt am Lavafall vorbeibauen. Ja, Mugis, eine sehr interessante, also ich habe eine sehr interessante Theorie zu League of Legends aufgestellt, da ich sowieso gerade irgendwie das labern muss, um mir die lange Beile zu überbrücken. Es gibt ja seit neuestem jetzt diesen Krebs in, im Fluss, ne, den man platt machen kann. Und dieser Krebs, der hat ja sehr viel Leben. Und, Krebs ist ja auch eine Krankheit, die sich Cancer nennt, ne? Und Cancer ist ja eins der Lieblingsworte der, Bronze, Silber, Gold, vielleicht auch Platin-Liga, da bin ich mir nicht ganz sicher. Ist auf jeden Fall ein sehr begnadetes Wort in League of Legends. Jeder kennt es, jeder liebt es. Und ja, ich glaube, dieser Krebs soll einfach den Wunsch nach Cancer in League of Legends symbolisieren, denn er ist sehr stark. Also er hält viel aus. Er kommt immer wieder und... Trotzdem braucht ihn jeder. Und ich glaube, das soll so symbolisieren, diese Menschen, die einem ständig Cancer wünschen, die immer rumflamen, immer rumtrollen und leider braucht man sie doch und sie kommen leider auch immer wieder. Weil ohne die gewinnst du ja das Spiel nicht. Du musst mal so 5 gegen 5 spielen. Und das ist bestimmt nicht so geplant gewesen, aber es wäre ein nettes Gimmick gewesen, wenn League of Legends das damit ausdrücken wollte. Aber das kann gar nicht so sein, weil wann rafft denn mal Riot, dass ihre Community verdoomt ist? Das wäre ja, also... Wenn sie das aber mal raffen würden, also... Ich glaube, da gibt's meine Kinder. Dessen Kinder spielen dann schon League of Legends. Wenn sie das mal... Oh, warte mal, wir haben Flamer im Dings und die kann man nicht mit dem Tribunal rausnehmen. Oh. Gut, doch, ich muss sagen, also... Die kümmern sich auf jeden Fall jetzt mehr drum als früher. Also, sie gehen jetzt härtere Strafen, geben härtere Strafen. Ja, hast du jetzt... Wie heißt das neue Programm, was die jetzt entwickelt haben? Zum AFK aufspüren? Keine, auf jeden Fall irgendwas komisches, das... Irgend so ein Hotspot ist das, keine Ahnung. Irgend so ein Finder oder sowas. Ja. Obwohl ich es mega sinnlos finde, warum wird nicht einfach... Ich meine, du hast doch sowieso schon diesen roten Namen, wenn du AFK warst. Warum wird da nicht einfach eine Message an League of Legends gesendet? Da war wieder einer AFK. Ich verstehe den Sinn hinter diesem neuen Programm nicht. Warum lässt man sich... Ich meine, wenn sie das schon so machen, dass das rot angezeigt wird, wenn der AFK warst, dann kann doch gleich eine Message zu League of Legends gesendet werden, oder? Also, an manchen Stellen muss man das einfach nicht verstehen. Ja. Naja. Wir reden auch sehr viel über andere Games momentan in Minecraft, muss ich gestehen. Gerade League of Legends, weil es halt bei mir momentan so ein echtes Game ist, was ich nur zocke.
Wenn euch das unangenehm sein sollte, wenn ihr da Angst vor habt, also wenn ihr das nicht möchte, dass man über in Minecraft über andere Games redet, dann schreibt das einfach in die Kommentare, dann mache ich das nicht mehr oder nicht mehr so oft. Müsst ihr natürlich selber entscheiden, aber momentan brauche ich einfach gerade ein Redethema und ich habe es gerade angeboten. So. Ich wurde ja auch gestern gefragt, was ich von der neuen Vogelgrippe halte. Vogelgrippe? Ja, die Vogelgrippe ist zurück. Echt jetzt? Und anscheinend, das Lustige ist ja, die hieß ja H5N1 hieß die, gell? Ja. Jetzt heißt sie H5N8. Es ist ein weiterentwickelter Virus der Vogelgrippe, der uns alle dahin raffen wird. Das ist eher ein weiterentwickelter Virus der Pharmaindustrie. Was ich lustig finde, H5N1, H5N8, fällt dir was auf? Irgendwie haben wir 7 Vogelgrippe überschlafen, oder? Ja. Da gab es anscheinend schon 7 neue Virus, die sich neu entwickelt haben, von denen überhaupt keiner was erzählt hat.